Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich richte mich in diesem Video vor allem Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade in diesen Coronavirus-Zeiten auf Microsoft Teams zugreifen wollen. Manchmal stelle ich ja da kein Laptop zur Verfügung, dass ihr hier auf der rechten Seite dann über das Webinterface zugreifen könnt, weil vielleicht Geschwister oder die Eltern gerade auf den Laptop zugreifen, auf den PC zugreifen, und da ist es manchmal geschickt, auch diese App von Microsoft zu verwenden. Was brauchst du? Du brauchst einmal die Zugangsdaten, die du von der Schule erhalten hast. Also jene Daten, dass du dich ja auch online anmelden könntest über office.com. Die hast du eben von deiner Schule erhalten. Und du kannst es übers Web machen oder eben auch über diese App. Und dazu gehst du entweder dann zum Apple App Store hinein, ladest dir die App herunter. Oder wie ich es hier gemacht habe, zum Google Play Store. Und da kannst du dann deine Android App herunterladen. Ja, ich habe das jetzt gemacht. Klick auf Öffnen. Und wenn du das erste Mal das dann machst, wirst du noch deinen Benutzernamen, das heißt deine E-Mail-Adresse, die du von der Schule bekommen hast, und deinen Benutzerzugangscode gefragt. Den gibst du dann ein und dann schaut das so aus. Ich starte jetzt bei mir mal die App. Jetzt ist sie gestartet und es startet hier von der Aussicht immer dann so, dass ich hier einen privaten Chat gleich starten kann. Das ist in der Regel, wird das am Anfang immer mal so dargestellt. Soweit einmal nichts Neues. Du könntest dann hier rechts oben über die Suchen-App dann gleich nach wichtigen Dateien, Personen und so weiter suchen. Ich suche jetzt mal, hier habe ich schon mal nach mir gesucht, Markus Opitz Lehrer zum Beispiel, klicke ich drauf. Und da würde ich dann hier dann entsprechende Kontaktdaten angezeigt bekommen. Das heißt, du kannst hier, wenn du einen entsprechenden Suchbegriff eingibst, kannst du gleich direkt Kontakt aufnehmen mit deinem Lehrer, Lehrerin. Könntest hier dann eine Textnachricht zum Beispiel schreiben. Ja, schreibe ich hier was hinein im Kontakt auf, kriege dann auch die Antwort hoffentlich. Habe dann hier eine Möglichkeit, einen Videoanruf dann zum Beispiel zu machen, könnte aber auch dann hier einen Audioanruf machen oder hier einfach eine E-Mail schreiben. Welchen Kontaktweg du willst, das solltest du wahrscheinlich vorher dann mit deinen Lehrerinnen und Lehrern dann einmal ausmachen. Das war jetzt mal die Kontaktmöglichkeit. Ich gehe nochmal zurück hier. Wesentlich ist es dann einmal sicherlich, dass du weißt, worum es bei Teams geht, ganz rasch schon mal gesagt. Teams ist eben so eine Online-Plattform, um Daten auszutauschen, um Unterlagen sich anzuschauen, Aufgaben sich anzuschauen und dann natürlich auch Sachen, die du gemacht hast, die dann abzugeben. Jeder Lehrer, jede Lehrerin hat die Möglichkeit, mit der eigenen Klasse ein Team zu bilden. Und zu jedem Team gehören dann auch dementsprechend mehrere Kurse. Wenn ich mir das am Handy anschaue, könnte ich jetzt hier zum Beispiel gehen, herunter dann weg von Chat zu Teams. Und habe dann hier einen Überblick zu den verschiedenen Teams, hier, die ich jetzt als Schüler, bin ich hier angemeldet, hier dann zum Beispiel habe. Und jedes Team wiederum besteht dann aus mehreren Kanälen. Manchmal ist es so, wenn du dann hineinschaust, dass du in einzelnen Teams vielleicht nur einen einzigen Kanal hast. Wie hier zum Beispiel bei BU4D habe ich nur den Kanal allgemein. Während ich hier darüber bei 2020 4D AHS TXB zwei Kanäle habe. Das ist so der Aufbau. Das heißt, jeder Lehrer bildet mit seiner Klasse ein Team und jedes Team besteht aus mehreren Kanälen. Und in jedem dieser Kanäle können dann natürlich auch dementsprechend dann Aufgaben hinterlegt werden. Und das ist die nächste Frage, wo finde ich meine Aufgaben? Das geht einmal über zwei Wege. Eine Möglichkeit ist, dass ich hier auf Aufgaben gehe herunter. Ich wähle mir Aufgaben aus und habe hier schon eine Übersicht über all meine Kanäle. Und ich könnte mir jetzt dann hier, und das werde ich jetzt hier auch machen, einen Kanal mir aussuchen, ganz hier unten zum Beispiel, E2 Englisch 4DW 2019-20, da drücke ich dann drauf und muss dann unten mir weiter auswählen. Klicke auf Weiter, bekomme dann eine Übersicht, den Aufgaben, die vielleicht noch überfällig sind, die man schon gemacht haben sollte, und Aufgaben, die dann darunter sind. Ich gehe jetzt einmal in eine dieser Aufgabenstellungen hinein, zum Beispiel hier bei Indirect Speech. Dann schaut es so aus, dass ich hier gleich diese Aufgabenstellung hier habe, ja, und kann dann hier meine Arbeit hinzufügen. Also ich könnte hier an der Stelle hier Arbeit hinzufügen, könnte ich jetzt draufklicken und könnte hier dann meine Arbeit abgeben, die ich hier hätte machen sollen. Ich könnte hier zum Beispiel hergehen, von diesem Gerät hochladen und könnte hier ein Foto, das ich von einem Heft zum Beispiel gemacht habe, hier raufladen. Ich wähle hier mal den ersten Eintrag aus. Wird es gerade heraufgeladen und den könnte ich jetzt dann, wenn ich hier rechts oben auf Abgeben klicke, könnte ich den dann abgeben und der Lehrer würde dann erkennen, dass ich dann meine Arbeit dann auch wirklich vollständig gemacht habe. Das heißt, wenn du mehrere Sachen raufladen willst, drückst du immer wieder auf Arbeit hinzufügen und wenn du alles fertig gemacht hast, klickst du rechts oben auf Abgeben.
Und du kannst natürlich jetzt nicht nur einzelne Dateien heraufladen, sondern du könntest dann auch zum Beispiel neue Dateien da herinnen erstellen. Das heißt, du könntest ein Word-Dokument hier machen, eine Excel-Datei, PowerPoint. Das könntest du alles hier über den Smartphone machen, wenngleich natürlich der Bildschirm sehr klein ist und das natürlich dann eher aufwendig ist. Da bietet es sich eher an, mit dem PC oder Laptop zu arbeiten. Oder du könntest hier ganz oben zu OneDrive gehen und könntest hier einen Ordner und dergleichen mehr, den du in deinem OneDrive-Speicher gemacht hast, da habe ich schon nochmal ein eigenes Video gemacht, den dann freigeben oder einen Link einfach einfügen hier. Ich gehe jetzt hier mal auf Abbrechen und gehe hier, weil ich nicht möchte, dass das dann wirklich so abgegeben wird, klicke hier auf Entfernen und kann dann Dinge, die ich heraufgeladen habe, auch dann wieder dementsprechend dann löschen. Ja, jetzt habe ich dir gezeigt, wie man zu diesen Aufgaben kommen kann. Es gibt aber noch einen anderen Weg, nämlich über die Teams-Übersicht. Ich habe hier wieder die Teams-Übersicht, ich habe unten auf Teams geklickt und kann dann dementsprechend dann auch über die Teams-Übersicht dann hineinkommen. Ich gehe dann wieder hier rauf und schaue mal dann, welche Teams ich habe. Vorhin war ich gerade in der Aufgabenübersicht, wenn du dich erinnerst. Ich gehe jetzt in die Teams-Übersicht und wähle mir hier wieder Englisch aus für die W. Wenn ich hier drauf drücke, werden ein- und ausgeblendet die verschiedenen Kanäle, die ich habe. Wenn ich hier zum Beispiel bei diesem TXW hingehe, habe ich zwei Kanäle. Hier gehe ich jetzt mal hinein bei Englisch. Ein- und ausblenden gehe auf Allgemein. Und da sieht man schon den Aufbau so eines einzelnen Kanals. Es gibt immer Beiträge, Dateien und dann steht bei mir mehr, weil es hier einfach mehrere Dinge zur Auswahl gibt. Und da könnte ich hier zum Beispiel jetzt wieder auf Aufgaben gehen und würde ich all diese Aufgaben, die ich vorhin schon gerade gesehen habe, wieder sehen. Ich gehe jetzt hier auf Beiträge und da siehst du schon, dass hier dann mehrere sogenannte Assignments hinterlegt wurden. Das ist hier bei Teams, sind es diese Aufgabenstellungen. Und das wäre in dem Fall der Textbook, Page und so weiter. Wenn ich hinaufgehe, habe ich dann noch mehrere Aufgabenstellungen. Und wenn ich mir diese einzelnen Aufgabenstellungen dann wirklich anschauen möchte, also nicht nur was abgeben möchte, klicke ich dann zum Beispiel hier drauf auf View Assignment, wähle das aus, sehe das hier und komme dann wieder in die Ansicht, die ich vorhin schon gehabt habe und kann hier wieder dann die Arbeit dann hinzugeben. Ich gehe jetzt dann wieder zurück, ja, und habe dann hier diese Aufgabenstellungen. Es kann auch sein, dass bei solchen Beiträgen hier dann auch zusätzlich Dokumente dann hinterlegt werden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, werden die mir dann auch geöffnet und ich kann mir sie dann anschauen, könnte mir sie dann auch vielleicht herunterladen, kann sie in meinem Heft beantworten, kann sie mir abfotografieren oder könnte sie sogar bearbeiten und dann wieder, wenn ich hier unten hergehe auf Word, dann würde es mir hier öffnen und könnte sie sogar am Handy hier bearbeiten. Müsste mich vorher anmelden, damit es dann auch gut natürlich gespeichert wird. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. Und du hast gesehen, man kann hier ganz einfach dann die entsprechenden Assignments dann auch gut betrachten. Jetzt möchte ich dir noch zeigen, was man hier bei Dateien machen kann. Das heißt, wenn bei dir hier in deinem Kanal, den du immer freigegeben bekommen hast, auch Dateien hinterlegt sind, das ist jetzt hier der Fall, kann ich zum Beispiel an jemanden, der zum Beispiel nicht gut hineinkommt, oder wenn Roman gerade der Server überlastet ist, was auch immer, könnte ich dann hier diese Datei zum Beispiel auch weiterleiten. Also ich gehe hier auf diese drei Punkte, ich gehe nochmal heraus, drei Punkte, wähle mir dann Teilen aus darunter und könnte dann zum Beispiel per E-Mail oder WhatsApp, was auch immer, könnte ich dann diese Word-Datei zum Beispiel dann dementsprechend dann auch weiterleiten. Jetzt gehe ich hier mal zurück wieder aus diesem Kanal heraus. Und wenn ich hier auf Aktivität gehe, sehe ich hier das, was an und für sich zum Schluss insgesamt so passiert ist. Nämlich dann, wenn da hier oben Feed eingestellt ist, sehe ich dann die gesamten Dinge. Wenn ich auf meine Aktivität gehe, sehe ich dann Dinge, die ich jetzt zum Schluss dann leider vielleicht noch nicht gemacht oder schon gemacht habe oder was ich einfach so gemacht habe oder vielleicht auch geschrieben habe. Das kann mich dementsprechend hier alles sehr gut verfolgen. Ja, und last but not least möchte ich dir noch eine praktische Möglichkeit zeigen. Wenn ich hier auf Teams gehe, habe ich natürlich die Möglichkeit dann hier bei dieser Übersicht der Teams auf der rechten Seite dann diese drei Punkte jeweils zu wählen. Wenn ich hier auf Englisch zum Beispiel gehe wieder, könnte ich mir hier die Mitglieder anzeigen lassen. Also alle, die in diesem Team in der Gruppe dabei sind mit ihren Daten. Also ich könnte sie dann direkt kontaktieren natürlich. Ich könnte mir die Kanäle anzeigen lassen. Du kannst dich erinnern, Teams besteht aus mehreren Kanälen. Und manchmal geben manche Lehrer vielleicht nur einen einzigen Kanal rein, wo sie dann alle Aufgaben, Assignments hineingeben oder auch mehrere. Und ich könnte natürlich auch last but not least Team verlassen, weil ich der nicht empfehle, gerade nicht in der jetzigen Zeit. Gut, ich hoffe, dass dir dieses doch letztlich kurze Video geholfen hat, über die Smartphone-App von Microsoft, MS Teams, dich da zurechtzufinden und dass das vielleicht dann unter Umständen eine Alternative sein könnte zum
Webzugang über den Laptop, wenn das nicht gerade nicht sehr einfach ist und wenn du gar keinen Laptop zur Verfügung hast. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder in einem neuen Video.